Hey Leute, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind immer noch auf der Suche. Wir brauchen noch 4 Obrigkeiten und 5 Piraten. So, davon fliegen ein paar Grüne umher. Vielleicht haben wir da mal wieder eine Obrigkeit. Die gehören allerdings auch zur Niri Imperial Society. Ich weiß nicht mehr, was die ersten für Obrigkeiten, was die für eine Zugehörigkeit hatten. Ich würde schon sagen, dass die das sind. Oh, eine Pferdelance ist unterwegs. Vielleicht ist es ja ein Gesuchter. Da können wir auch mal gegen die kämpfen. Nee, die ist sauber. Wollen wir es mal probieren? Wer fliegt denn da noch mitten in den Wing? Eine ASP. 3 ASPs oder was? Ich komme gar nicht richtig hinterher. Wir wurden gerade abgebremst. So, müsste aber jeden Moment losgehen. Na, nicht abdrehen. Boah. Jetzt drehen sie rum. Doch nicht. Komm schon. Doch, wollen sie. Nein! Ah! Das gibt's doch nicht. Oder wollen die mich jetzt auch abfangen? Könnte sein. Schon, jawohl. Ja! Haha! Ja, hoffentlich gehören die dazu. Allerdings 3 ASPs. Oha. Könnte kritisch werden. Wollte mich eigentlich nicht unbedingt nochmal in so einen Dreierwing stürzen. So. Hoffen wir einfach mal das Beste. Oh. Da wirbelt uns ja wieder Nein, jetzt habe ich aus Versehen gedüppelt. Ich wollte doch nur das Ziel auswählen. Naja. Ah, da kamen die anderen beiden gerade rein. Der eine wird schon direkt rot angezeigt. Die andere noch nicht. Okay, die andere ASP greift jetzt auch an. Ja, die halten halt echt viel aus. Oh, eine Rakete. Das ist nicht so schlimm, wir haben noch Schild. Dann macht ihr nicht so einen Schaden. Boah, jetzt greifen mich alle anderen beiden an. Komm schon, wenigstens die eine. Scheiße, Schild ist gleich weg. Ich will noch nicht die Energieverteilung ändern. Okay, jetzt ein bisschen. Komm schon, 1% noch. Jetzt geht doch kaputt. Ah, fuck. Jetzt ist das Schild weg. Ja, ist egal, die ASP ist kaputt. Gehört auch nicht dazu, das wundert mich aber. Ach Leute, lasst mich in Ruhe. Oh, kommt noch eine ganze Menge andere Leute rein. Huiuiui. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ist auch die Energieverteilung auf dem System erstmal egal. Oh, jetzt kommt eine Rakete, das ist nicht so geil ohne Schilder. Komm schon. Lass uns hier mal schnell abhauen. Also. Zerballern mir meine Vulture. Jetzt nur noch 50%. Alter. Das war ja übel.
Ich mach mal kurz die beiden Schildbooster aus, da kommt das Schild erstmal wieder ein bisschen schneller. Tja, das ist jetzt scheiße, dass wir keine Obrigkeiten mehr kriegen. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, weil die hier schon erledigt ist, halt nicht die andere mit den zwei Obrigkeiten. Könnte das damit zusammenhängen? Bestimmt. Mist. Ah, dann holen wir uns wenigstens noch die 5 Piraten irgendwo her. Ich glaube, es umkreist mich auch gerade einer. Ich kreise jetzt hier einfach mal mit, bis ich hoffentlich mein Schild wieder aufbaut, dann kann er mich von mir aus abfangen. Solange wie ich mich drehe, kriegt er das, glaube ich, nicht auf der Reihe, der Computer. Haben wir echt Glück gehabt. Schubdüsen 52%. Mhm, super. Oha. So, Schild ist gleich wieder da. Dann können mich von mir aus auch die anderen hier abfangen. Wir düsten hier so rum. Der Cobra. So, komm schon. Gut. Direkt akzeptiert. Müssten wir schaffen, die 5 Piraten. Schiffszustand ist zwar jetzt nicht mehr so original, aber immerhin. Ich glaube, ich habe gerade was gesehen, dass links unten, wo wir die Einzelheiten vom Schiff Gegner sehen, unter Niri Organization, glaube ich, gerade beim Abfangen gesehen zu haben. Genau, da steht auch Missionsziel drunter, allerdings in derselben Schriftfarbe, die mein Schiff hat. Deswegen sieht man das anscheinend nicht. Das wurde vorher auch in Rot angezeigt, vorm 1.4 Patch. Jetzt, tja, eine ziemlich beknackte Schriftfarbe. Das haben sie bestimmt nicht mit Absicht gemacht, irgendwie. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit Absicht geändert wurde. Das war ja so, wie es vorher war, original. Hat hingehauen. Aber jetzt die gleiche Farbe wie das, wie die ganze UI, ist natürlich ein bisschen doof. Da sieht man es nicht. Beziehungsweise mein Schiffshintergrund, dieses Grau. Fiel mir gerade beim Abfang auf. Als mich das Schiff abgefangen hat, ist es mal kurz ein bisschen heller aufgeblitzt. Das steht auch drunter, nicht mehr Mission Target, sondern richtig Missionsziel stand da. So. Oh, eine Anaconda. Ach komm, was soll der Geiz? Wir probieren's. Solange es nur eine bleibt und da keine Systemheinis irgendwie hinterher springen und der helfen. Na gut, warum eigentlich? Die ist ja auch gesucht. Müssten wir es packen. Zumindest hat die wahrscheinlich nochmal eine ganze Menge Kopfgeld dabei, wenn ich sie legen kann. Und wenn wir das dann irgendwann hier wiederholen können. Wenn der Gesuchtstatus nach einer Woche dann verschwindet. Boah. Das dreht mir immer mein Schiff kaputt hier. Gute ist an den fetten Pötten, da können wir ruhig schön nah dran bleiben. Zumindest versuchen, da hinzufliegen, wo uns das Schiffchen selber nicht treffen kann. Scheiße. Gleich mein Schild verloren habe. Dann wird's eng. Scheiße. Hätte ich nicht gedacht. Ach verdammt, ey, das Schild war noch nicht wieder richtig da bei uns. Oh, oh, Rakete. Dürfte uns eigentlich nicht mehr kriegen. Ja, dann können wir es gleich weit genug weg, dass der Frameshift normal lädt. Ja, Gott sei Dank. Oh, kriegen aber heute auf den Sack. Mann.
Wenn ich es jetzt noch weiter versucht hätte, dann wären wir draufgegangen, auf jeden Fall. Ich gebe die Aufgabe mal auf. Denn ich glaube, das hat sich erledigt, dadurch, dass wir die eine Obrigkeitsaufgabe schon abgeschlossen haben. Hat das die anderen einfach nicht mehr gezählt hinterher. Wahrscheinlich ein Bug. Mist, Mist, Mist. Jetzt müssen wir nochmal warten, dass ich... Ja. Dass ich das Schild nochmal kurz aufbaue, damit wir wenigstens noch vier normale Piraten vielleicht nicht gleich doch nochmal eine Anaconda wegschießen können. Die hat sich aber gut gewehrt. Vor allem war die übel wendig. Das kriege ich mit meiner nicht hin. Zumindest nicht mit diesen scheiß Schubdüsen, die ich drin habe. Können wir schon mal langsam drauf zufliegen, dann nehmen wir die gleich mit. Vielleicht haben wir da noch mal ein paar Piraten dabei. So, kommen schon noch zwei Umrundungen, dann haben wir wieder ein bisschen Schild wenigstens. So, einmal noch. Kann ich auch die Schildbooster wieder anmachen. So. Ich muss sagen, die letzten Schiffe, die haben sich deutlich besser verhalten als die meisten anderen in der Kampfzone. So, was haben wir hier? Eine Sidewinder. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt hier kommen drei Leute, sind dabei. Nochmal drei Piraten, drei kleine. Wäre ich ganz zufrieden mit. Vielleicht haben wir Glück. Jawohl. So, Pirat Nummer 9. Haben wir da noch einen Typ 9? Christopher Shitty. Oh, wer taucht denn da alles auf? Ohne Pferdelance. Oh oh. Die gehören zum System. Hör mal, da hinten düst noch einer weg. Vielleicht ist das nochmal ein Pirat. Ich düster mal hinterher, bevor uns die Systemleute hier irgendwie auf den Sack gehen. Ich krieg den bloß nicht ins Visier. Der ist schon ein bisschen weit weg. Vielleicht kriegen wir noch. Ne. Gut. Taucht aber auch keiner mal vor uns auf. Eine starke Signalquelle. Nee. Das hatten wir erst. Das war nicht so geil. Keine Kontakte. Vielleicht nochmal eine unidentifizierte. Das hat eigentlich jetzt die letzten Male ganz gut geklappt. Da war mal wenigstens eine schwache imperiales Flottenraumschiff. Nö. Da waren wenigstens immer mal ein, zwei Piraten dabei. Halt! Oh! Da kam die Imperial Eagle an. Ja, die will mich natürlich abfangen. Jetzt kam aber noch ein anderes Schiff. Ich glaube, die Cobra ist das, die hier mit rumfliegt. Okay, auch kein Pirat. Dreh mich jetzt mal in der Hoffnung, dass hier nochmal eine Unidentifizierte direkt vor uns auftaucht. Ah, nicht so weit weg. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Weil uns immer noch die Igel versucht abzufangen und ich versuche das halt gerade zu umgehen.
Jo, da ist er wieder vorbei. Ja, da ist einer. Super. So. Jetzt sind wir auch die Igel los. Hehehe. Gut ausgetrickst. So. Oh, verdammt, eine Python. Patrick Drago. Naja, gut. Eigentlich haben wir ja wieder genug Schild, oder? Wollen wir es versuchen? Ich würde schon sagen, aber vorher fliege ich ein bisschen näher ran. Ah, verdammt, sie dreht sich. Ach, die hat wieder so eine scheiß Türme drauf. Oh oh. Ne, 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 ne. Ich versuche unterhalb zu bleiben, damit uns die Geschütze nicht treffen. Ich würde gerne mal boosten. Na komm schon, die kriegen wir. Ist nur noch 30%. Ich glaube, mein Schild geht gleich wieder drauf. Ah, scheiß drauf. Schieß die jetzt weg. Vielleicht klappt es ja, dass es bleibt, unser Schild, oder? 2%, 1%. Kaputt ist er. Juhu. Sauber. Ha. Ganz souverän. Oh ne, ey. Das klappt gerade nicht so gut mit dem Kämpfen. Ich stelle mich ein bisschen dämlich an. Beziehungsweise die KI ist wirklich spitze seit dem Update. Kann man nicht meckern. Boah, wer denn nun? Tauchte gerade jemand auf. Reist jemand um mich drum rum? Ich kann bloß nicht anvisieren. Da, eine ASP. Boah. Ach komm. Brauchen bloß noch zwei Piraten. Hoffentlich wehrt sie sich nicht so stark. Aber immerhin lassen die hier keine Annäherungsminen mehr fallen. Ich hatte ja ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt oft so ist, weil wir wirklich übelstes Pech hatten mit der Imperial Eagle, als wir die gekauft haben. Haben wir so auf den Sack gekriegt. Ach so, die steht übrigens mittlerweile in Feral Colony. Die habe ich zwei Tage später dann doch mal zurückgeholt. Da habe ich mir eine kleine, billige, günstige Hauler zusammengebaut. Und hab dann wirklich in einer kleinen Kamikaze, in einer heroischen Kamikaze-Aktion die Igel da aus dem Hangar geholt, weil wir dort ja noch gesucht sind. Und hat auch direkt beim ersten Anlauf geklappt. Ich bin da wie ein Wahnsinniger reingeschossen in die Station, dass die mich halt nicht scannen konnten. Obwohl nicht viel gefehlt hätte und der Scan durch war. Also die waren schon am Scannen, aber da bin ich dann gerade noch so in den Briefschlitz rein, ohne dass sie das abschließen konnten. So, kommt jetzt hier ein Pirat noch und dann hat sich die Sache erledigt. Dann können wir die ganzen Aufgaben endlich mal abgeben. Ja, komm, eine Viper. Das müsste noch drin sein. Chris Norris. Na? Läuft gerade nicht so. Ah, jetzt wird es wieder ein bisschen besser. Nee, doch nicht. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich aber gerade Probleme.
letzte ziert sich ganz schön. Okay, jetzt wird's besser, ja. Jetzt verliert sie gerade die Kontrolle. Ah, super. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir müssen uns nochmal eine suchen. Wunderbar. Geil, endlich alles abgeschlossen, die ganzen Missionen. Aber dann können wir zurück nach Morana und das alles abgeben. So, schick. Ja. Schiff reparieren, Verschleißteile reparieren, Kopfgelder vom Imperium können wir auch holen in Morana, das klappt dort. Die anderen müssen wir dann holen, wenn ich nicht mehr unbedingt gesucht bin in dem System. Scheiße. Ja, das mit der Obrigkeit, das ärgert mich ein bisschen, dass das nicht so funktioniert hat. Ich glaube wirklich, das war einfach nur ein Bug. Dadurch, dass eine der beiden Obrigkeiten-Missionen schon abgeschlossen war mit den 2 von 2. Und es dadurch vielleicht die anderen einfach nicht mehr mitgezählt hat. Denn ich habe ja eindeutig welche abgeschossen noch, aber das hat halt nicht funktioniert. Naja. Wir haben mal 5 müssten sein. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, schön. Boah, ein roter Pfeil bei verbündet. Ah, passt schon. Immerhin wieder verbündet. So, die letzten paar Kilometer. Und ohne Abfangmanöver angekommen. Sehr gut. Wunderbar. Mir ist es jetzt auch schon zweimal passiert, dass mir jemand gefolgt ist. Also mich hat niemand abgefangen, als ich zur Station geflogen bin, egal zu welcher. Und das ist mir zweimal passiert, dass ich hier jetzt wie gerade reingedroppt bin in die Instanz der Station und direkt hinter mir kam ein Schiff hinterher, was auch vorher nicht auf dem Radar zu sehen war, im Supercruise, und hat dann direkt angefangen auf mich zu ballern. So, ich habe da nichts weiter gemacht und bin einfach näher an die Station ran. Da haben die Sicherheitskräfte mir geholfen und haben dann das Schiff hier abgeschossen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. So, wunderbar. Okay, dann Schiff reparieren. Nachladen. Auftanken. Wir holen direkt mal das Kopfgeld. Oh, 400.000. Okay, genau. Da noch die 5 Aufgaben abgeben. Nummer 1. Nummer 2.
Fuck. Da war eine Aufgabe für Gauler Wu irgendwas dabei. Ach, die wollte ich eigentlich gar nicht annehmen. Das ist egal. Verfügbare Mission, alles Kampfmission. Hier Zivilisten wieder, 10 Stück. Nochmal Zivilisten. No, also hallo, nochmal. Murus jemanden abballern. So musst du's. 3 Händler in Niri. Wo ist das? Das ist auch Niri? Ach so, das ist Gaula Wu und das war Murus. Alles Zivilisten. Nee, machen wir heute nicht mehr. Ja, gut, okay. Wunderbar. Das war's für heute von mir. Wir haben mal wieder ein paar Missionen gemacht. Wir machen dann auch wieder mal welche, um dann doch mal wieder irgendwann Rang aufzusteigen. Hat da jemand Erfahrung seit 1.4 mit? Gerne die Kommentare damit. Ja, gut. Ich bedanke mich. Schönen Tag noch und haut rein. Ciao.